Hier ist die Folge 300 des Aquacura Meerwasser Podcasts, der Pflegemittelmarke für Meerwasseraquarien. Mein Name ist Markus Mahl und ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Vorab noch der Hinweis, dieser Podcast enthält Werbung aufgrund von Namensnennungen. In diesem Podcast gebe ich alles, was ich so im Alltag als Aquarienbauer und bei der Pflege von Meerwasseraquarien erlebe und täglich noch dazulerne, direkt an dich weiter. Weiterführende Informationen zu meinem Buch bzw. Hörbuch oder auch meine Meerwasserpflegemitteln, wie zum Beispiel Spurenelemente, Bakterienlösungen, Mittel gegen Cyanus und so weiter, findest du in der Podcast-Beschreibung. Ich habe diese Woche wieder eine sehr nette E-Mail von einem Kunden aus meinem Onlineshop erhalten. In der E-Mail geht es darum, wie wir gemeinsam sein Problem mit Cyanus in verhältnismäßig kurzer Zeit schnell und einfach gelöst haben. Der Kunde schrieb mich vor ein paar Wochen an, dass er permanent Cyanus in seinem Becken hat und diese nicht mehr los wird, egal was er unternimmt. Deshalb gingen wir gemeinsam auf die Suche. Im ersten Schritt schauten wir uns die Wasserwerte an. Diese waren in allen Punkten unauffällig, sodass wir gleich zum nächsten Punkt übergehen konnten, und zwar zu überprüfen, ob irgendwelche Metallteile wie Achsen und Flügelräder von Pumpen, Magnethalterungen von Pumpen, Algenmagnete, Schlauch oder Rohrschellen rosten und dadurch für wichtige Bakterienkulturen hochtoxische Stoffe abgegeben werden. Das Problem bei diesem Thema ist, dass, wenn diese toxischen Stoffe ins Wasser gelangen, nicht nur die Korallen, Garnelen und Seesterne massive Probleme bekommen, sondern auch die wichtigen Bakterienkulturen, die dein Meerwasseraquarium am Laufen halten. Denn dann sterben diese Bakterien und Mikroorganismen ab, dann haben nämlich die Cyanus keinen aktiven Gegenspieler mehr und können sich ungehindert rasend schnell ausbreiten. Doch das war auch nicht das Thema. Alle Metallteile waren intakt und konnten somit als Ursache ausgeschlossen werden. Auch die Strömung war okay, da sich keinerlei Mulmansammlungen im Becken bildeten. Häufig, wenn keine offensichtliche Ursache bei Auftreten Cyanus gefunden werden kann, handelt es sich ausschließlich um einen simplen Mangel an wichtigen Bakterienkulturen, die, wie wir bereits erwähnt haben, als wichtige Gegenspieler für die Cyanus dienen. Deshalb haben wir dann Folgendes gemacht. Der Kunde begann damit, dass er einmal pro Woche die Cyanus beim Teilwasserwechsel absaugte. Das für den Wasserwechsel verwendete Wasser kam aus einer Osmose, bei der im Anschluss noch ein Entmineralisierungsfilter angeschlossen war, sodass auch keine Kieselsäure in das Aquarienwasser gelangen konnte. Ein weiterer wichtiger Schritt war noch, dass der Kunde ein Grundelpärchen zur Bodenpflege eingesetzt hat. Denn das zeigt sich auch immer wieder, dass die Bodenpflege ein entscheidender Teil in der Bekämpfung von Cyanus ist. Und jetzt kam der entscheidende Schritt. Um das bakterielle Gleichgewicht im Aquarium wiederherzustellen, gab er regelmäßig mein Aquacura Cyanus Set zu. Die Zusammenstellung des Sets basiert auf meiner Erfahrung, die sich im Laufe der Jahre mit zahlreichen Cyanoproblemen gebildet hat. Es stellt sich dann immer wieder heraus, dass Zugaben von Phytoplankton oder nennen wir es mal stärkeren Mitteln, wie zum Beispiel Cyano-X, nie zu einem dauerhaften, langfristigen Erfolg führten. Teilweise reagierten die Becken auf die Zugabe überhaupt nicht oder nach Abschlussbehandlung kam die Cyanus nach kurzer Zeit wieder zurück. Noch viel schlimmer war bei der Zugabe der oben genannten stärkeren Mittel, dass die Korallen, vor allem die Garnelen, die Seesterne und die Seeigel, meistens so starke und auch tödliche Schäden hatten, dass sie die Zugabe dieser Mittel nicht überlebt haben. Doch das tatsächliche Problem dieser Mittel zeigte sich erst nach längerer Zeit, da dass anstelle die Cyanus noch weniger wurden, viel stärker zurückkamen. Und der Grund hierfür ist völlig logisch. Nicht nur die Korallen, Garnelen wurden stark beschädigt, viel schlimmer dabei ist, dass die letzten vorhandenen wichtigen Bakterienkulturen und Mikroorganismen auch noch absterben und sich danach das Aquarium im freien Fall befindet, was sich dann ganz deutlich darin zeigt, dass die Cyanus noch mehr werden. Wie immer vorab ein kleiner rechtlicher Hinweis. Diese Folge enthält Werbung aufgrund von Namensnennungen. Diese Folge wird ja von Aquacura, der Profi-Pflegemittelmarke für Meerwasser-Aquarium-Pflegemittel, präsentiert. Aquacura Pflegemittel hältst du ausschließlich in meinem Onlineshop. Schau einfach mal vorbei unter www.aquacura.de. Dort findest du alle wichtigen Pflegemittel für die erfolgreiche Pflege deines Meerwasseraquariums. Mach es genauso wie inzwischen sehr viele der Podcast-Hörer und benutze auch du die gleichen Pflegeprodukte wie wir bei unseren Aquarienwartungen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Deshalb bin ich hier einen völlig anderen Weg gegangen. Ich habe mir überlegt, wie ich dauerhaft ein Fundament aus wichtigen Bakterienkulturen und Mikroorganismen schaffen kann, so dass sich das Aquarium selbst aus eigener Kraft regenerieren kann und keine dauerhaften Schäden entstehen. So habe ich anfangs nur Versuche mit Mikroorganismen unternommen. Das half zwar in einigen Fällen sehr gut, führte aber trotzdem nicht zu einem langfristigen gewünschten Erfolg.
Nach längerer Überlegung und verschiedenen Versuchen war mir klar, dass eine breite Basis an verschiedenen Bakterienkulturen und Mikroorganismen nötig ist, um dauerhaft Cyanus zu besiegen und vor allem das gesamte Aquariensystem stabil zu halten, ohne schädliche Chemie oder sogar Antibiotika zuzugeben. Aus diesem Grund habe ich dann verschiedene Bakterienarten in verschiedenster Form miteinander kombiniert und getestet. Herausgekommen ist das Aquacura Cyanus Set. Dieses Set besteht aus drei verschiedenen Bakterienpräparaten. Jedes dieser Präparate ist für sich alleine schon höchst wirksam. Durch die Kombination dieser drei Produkte wird das bakterielle Gleichgewicht in Meerwasseraquarien auf natürliche Weise wiederhergestellt und Cyanobakterien erfolgreich verdrängt. Schauen wir zur Verdeutlichung nun mal die drei Präparate im Einzelnen an und vor allem wie und warum sie so gut wirken. Der erste Gegenspieler der Cyanus ist das Bactostabil. Bactostabil ist eine hochwirksame Bakteriennahrung aus natürlichen organischen Substanzen und Biopolymeren. Durch die Zugabe von Bactostabil werden vorhandene Bakterienkulturen im Meerwasseraquarium wieder aktiviert und überschüssige Nährstoffe oder Schadstoffe gebunden. Das verbesserte Bakterienmilieu sorgt für eine effektive Reinigung des Aquarienwassers. Der zweite Gegenspieler der Cyanus sind die Aquacura Mikroorganismen. Da dein Aquarium durch seine begrenzte Größe ein geschlossener Lebensraum ist, sammeln sich darin schnell organische Abfallstoffe an. Durch die organischen Abfallstoffe wird dein Wasser trüb und giftige Abfallstoffe wie Ammoniak und Nitrit sammeln sich in gefährlichen Konzentrationen an. Diese giftigen Abfallstoffe bilden einen Nährboden für Krankheitserreger, die deine Fische und Korallen schädigen können. Um dein Aquarium von diesen giftigen Abfallstoffen und die Krankheitserregern zu befreien, kannst du sie regelmäßig aufwendig selbst entsorgen oder du sparst dir deine wertvolle Zeit und nutzt einfach die natürlichen Mikroorganismen, weil sie das Aquarium schnell und sicher von alleine reinigen. Eine einzige Anwendung mit nur 20 Milliliter pro 100 Liter reichen aus, um dein Aquarium sofort mit nützlichen Mikroorganismen zu besetzen und organische Abfallstoffe aus deinem Aquarium zu filtern. Krankheitserreger finden keine Nahrung, um sich zu vermehren und so sind deine Fische und Korallen sicher vor Krankheiten geschützt und sie können sich in deinem kristallklaren Aquarienwasser von ihrer schönsten Seite zeigen. Der dritte Gegenspieler der Cyanus ist das Aquacura Bioaktiv. Bioaktiv ist eine hochwirksame Kombination aus nitrifizierenden und probiotischen Bakterienkulturen. Durch den Einsatz der nitrifizierenden Bakterien wird giftiges Ammoniak schnell und sicher zu unschädlichem Nitrat oxidiert. Zudem wird gefährlicher Schwefelwasserstoff durch Purpurbakterien geruchsneutral umgewandelt. Die probiotischen Bakterienkulturen steigern aktiv die Abwehrkräfte der Aquarienbewohner. Wie du jetzt gehört hast, stärkt diese Kombination dieser drei verschiedenen Präparate dein Aquarium so, dass die Cyanus auf Dauer keine Chance haben. Ein wichtiger Punkt dabei ist jedoch, dass du gegebenenfalls, wie beschrieben, mögliche Fehlerquellen parallel, wie zum Beispiel rostige Metallteile, zu geringe Strömung abstellst, da sich sonst kein dauerhafter Erfolg einstellen kann. Wenn dich das Cyanus-Set interessiert, findest du den Link in der Podcast-Beschreibung. So, das war's wieder für diese Woche. Ich hoffe, du konntest ein paar wichtige Dinge für dich mitnehmen. Und wenn du eine Frage hast, schreib mir gerne eine E-Mail an info@aquariumwest.de oder ruf mich einfach an. Das Team von Aquacura und ich wünschen dir nun einen guten Start in die neue Woche. Dein Markus Moll.